Ja, es klingt noch gangstermäßig, aber der Al Capone, der Al, hat vielleicht so etwas im Hinterkopf gehabt, aber das lässt sich nicht verwirklichen. Oder? Weil, wir waren zu brav für die Vorstellung, die er hatte. Dann hat man dann mal in der Zeitung gelesen, dass ja, bei diesen Al Capone-Bande hat man jetzt eben eine Razzia gemacht und hat da einen Schreckschussrevolver gefunden und eine Steinschleuderin. Also richtig lachhaft. Lachhaft, oder? Aber das hat man damals auch in den Medien hat man das dann ein bisschen ausgeschlachtet, oder? Dass das eben die Al Capone-Bande ganz etwas Gefürchtiges ist, oder? Zum Grölen, oder, wenn du denkst. Nach der Razzia bei der Al Capone-Gang verhärten sich die Fronten zwischen Polizei und Halbstarren immer mehr. Im Sommer 1963 verbietet die Polizei den Halbstarren sogar, in einer Jeansmontur an die Schützenkilbe auf dem Zürcher Albisgütli zu gehen. Das haben ein paar Bossen haben das, glaub, mit der Stadtpolizei ausgehandelt. Wir waren entsetzt, dass es eine Kleidervorschrift gibt. Dabei ist es ja eben im Grunde genommen für jeden frei zugänglich. Oder? Aber es hat ihnen nicht gepasst. Und zwar, weil es ein eidgenössisches Schützenfest war, oder, hat man einfach nicht wollen, dass man gegenüber eben anderen Kantonen oder anderen Touristen oder was jetzt immer sich da oben bewegt, oder hat man einfach das wollen draussen haben. Ich habe es so gemacht. Ich habe einfach gesagt, wir gehen mit dem Tram rauf, oder, und liegen da einfach ab, etwa zwei Stationen, bevor dass wir raufkommen. Oder? Und dann der Bushalter oder bei der Haltestelle sind wir gerade abgefangen worden und gerade verfrachtet worden durch Urania. Uns haben sie nicht gesehen, weil wir am Boden gelegen sind. Oder? Aber als wir oben einmal über das Gürtel ausgestiegen sind, hat es keine Rolle mehr gespielt. Dort hat es auch wieder ein paar Kosten wegen voll Polizisten gehabt. Da ist nichts geredet worden. Oder? Da ist einfach einsteigen oder? Und die Kosten wegen ihn, oder? Und wer nicht gerade gespudert hat, hat einfach den Knüttel auf die Birne bekommen. Und das Volk hat geklatscht. Und dann nehmen die Säue nur mit und so hat es gewesen. Oder? Die haben Freude gehabt, oder? Der Bündnis hat Freude gehabt, wenn wir auf der Ranzen eben kommen von der Polizei, oder? Ja, wir haben ja das gekannt, das war ja nichts Neues für uns, oder? Wir haben ja auch so nichts übrig gehabt für sie, sie haben nichts übrig gehabt für uns, oder? Das war eben das Käfigfleisch, wegen der, wo ich in die Luft bin. Eben da haben wir die Beizen geschmuset, oder? Der Romeo erfährt am eigenen Leib, wie unerbittlich Behörden sein können. Er wird von einem Mitglied seiner Gang verpfiffen, weil seine damalige Freundin noch nicht 16 war. Von der Arbeit haben sie mich abgeholt. Es war ein Neubau, den ich geschafft habe. Ein grosser Neubau. Oder? Da sind ein paar Polizeiautos vorgefahren oder? Und haben den ganzen Bau rundherum abgeriegelt, wie wenn sie einen riesen Bankräuber fangen müssen. Und dann haben sie gebaut, systematisch durchgegangen oder, und überall nach dem Romeo gefragt. Oder. Und dann haben sie mich halt dann abgeführt. Oder, und dann ist da die grosse Fröglerei losgegangen. Warum und wieso und wie oft und weiss ich was. Oder, und dann alles wollen wissen. Oder. Ja. Ja, da ist nachher dann im Blick hineingestanden. Eben, ich sage, für die ganze sittliche Verwahrlosung sämtlicher jugendlichen Burschen und Mädchen sei ich verantwortlich. Oder? Das hat man natürlich auch noch in die Waagschale gerührt. Oder? Ja. Und dann haben sie mich halt auf die schönen Aussagen oder? Haben sie mich halt dann verurteilt. Oder? Aber weil man beim bösen Romeo ja, ein Exempel statuieren wollte, hat man ihm halt eben gerade einen Unbedingten gegeben. Und fertig ist die ganze Sache. Unzucht mit einem Kind, oder? Tönt gut. Wobei es ja eben so war, das muss man ja immer noch sehen. Das war für mich nicht nur ein Erlebnis, gewesen, wie eine, wo man auf eine Kilbe trifft und schnell geht und bumsen und nachher dann geht man wieder weiter. Sondern das war eine Freundin von mir, oder?
eine Jugendliebe wie jede andere auch. Oder? Ja, bei mir hat es aufgehört am Pfingsten 1964 auf der Petersinsel. Wo ich da beschlossen habe, jetzt soll ich den Kittel verbrennen, jetzt gebe ich meinen Ausstieg. Dann hat der Tino irgendwo aus dem Dorf Benzin organisiert, drüber geleert und dann Feuer gemacht und dann ist halt auch verbrannt worden. Ja, dann war halt das Ende für mich. Und dann hinterher hat es ein Abschlussfest gegeben in der Sauferei. Und dann am Sonntag geht man heim und am Main ist der Alltag wieder. Es sind dann ein Haufen andere Jugendmoden gekommen, die auch gepflegt worden sind, oder? Also sagen wir die ganze Beat-Zeit, oder? Und dann die ganze Flower-Power-Zeit und so. Und eigentlich die dann immer noch mit den Jeans-Gewänden rumgelaufen sind, sind dann eigentlich immer weniger geworden, oder? Also sind dann die Hells Angels zum Beispiel gewesen in Zürich. Schon als ich ja gewusst habe, dass ich muss, in die Kiste muss, habe ich ja da mit einem Dino, der bei mir damals schon Vizeboss war, habe ich gesagt, komm, mach du das Zeug weiter, oder ich bin ein paar Monate weg. Und er hat dann aber eben nachher dann abgeändert, oder er hat dann noch ein Händchen gemacht. Oder. Ja, bei uns gilt in erster Linie Kameradschaft, im Gegensatz zu der Gesellschaft, wo zuerst mal das Geld eine Rolle spielt und die Machtstellung oder in den Arbeiterkreisen, der am meisten Kraft hat. Also bei uns kommt zuerst nicht der Stärkste und nicht der Reichste, sondern der beste Kamerad. Das war dann ein anderes Kaliber wieder bei uns. Oder? Das ist dann eben schon etwas brutaler geworden. Oder? Wir hatten eigentlich keine offizielle Auflösung. Es hat sich dann einfach mal gegeben, es waren immer weniger. Die einen sind natürlich rausgewachsen, haben eine Freundin, hatten keine wenige Zeit. Und so. Manche haben geheiratet, ein Kind gehabt, und dann ist es ganz normal wiedergegangen, ein anderes Leben, als wahrscheinlich als Erwachsener. Aber irgendwie im Hirn hat man immer noch das Gleiche gehabt, was man vorher gemacht hat. Well, it goes through St. Louis. Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Für mich war es eine lässige Zeit. Ich konnte mich irgendwie identifizieren mit anderen. Eine eigene Identität auch bilden. Durch das also Loslösen von der ganzen, vom ganzen Spießertum, von dem ganzen Erwachsenen, von dem braven Theater. Ja, weil wir sind echt etwas Spezielles, ein Ohr von den anderen bürgerlichen Bünzlinnen oder so. Das war einfach die erste grosse Revolution gegen die Krawatten, oder auf Deutsch gesagt. Innerlich ist ihm immer gleich geblieben, eigentlich, klar. Oder? Man war immer ein Rocker, so oder so. Das kann man nicht einfach ausradieren. Ja, es hat von uns viele gegeben, die haben dann eine Familie gegründet vielleicht. Und so, aber im Herzen sind sie gleich Rocker geblieben. Yes, my baby left me, never said a word. Was it something I got, something that you heard? My baby left me, my baby left me. My baby even left me, never said a word. Now I stand in my window,
wring my hands and cry. I hate to lose that woman, hate to say goodbye. You know she left me, my baby left me, my baby even left me. Never said a word, that blues gone. Lord, I won't be long. I hate to lose that woman, hate to say goodbye. You know she left me, my baby left me, my baby even left me. Never said a word.